Hallo liebe Landwirte, habt ihr schon den landwirt.com Praxistest über den Fendt 1050 Vario mit 517 PS gesehen und fragt euch, wie sich der Kauf rechnet? Dann bleibt dran, denn gleich seht ihr, wie schnell und einfach ihr die Kosten pro Stunde berechnet. Dabei vergleichen wir unterschiedliche Auslastungen. Am Ende seht ihr, wo ihr den Trecker-Check kostenlos herunterladen könnt. Und darin könnt ihr dann auch andere Trecker oder im Süden sagt ihr ja Bulldogs eintragen und den Kauf eines gebrauchten bzw. neuen Traktors vergleichen. Mein Name ist Rainer Möller. Ich bin ein Landwirtssohn und möchte möglichst viele Landwirte unterstützen. Wenn dir das gefällt, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Jeden Mittwoch veröffentliche ich in Zusammenarbeit mit landwirt.com einen neuen Landtechnik-Check für euch. Wenn ihr die Datei sofort herunterladen wollt, klickt jetzt auf das i, das ich einblende. Ihr landet dann auf meiner Homepage und könnt die Datei gratis anfordern. Jetzt tragt ihr eure E-Mail-Adresse ein, klickt auf den Button und schon könnt ihr die Excel-Datei herunterladen. Ganz einfach. Und jetzt seht ihr, wie einfach der Trecker-Check aufgebaut ist. Der unverbindliche Listenpreis steht im Fendt-Konfigurator mit 370.863 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Zusätzlich rechne ich jetzt einfach mal mit ca. 50.000 Euro Aufpreis für eine realistische Basisausstattung und gehe von ca. 25% Händlerrabatt aus. Das macht dann stolze 315.000 Euro. Euren tatsächlichen Anschaffungspreis könnt ihr genauso wie die anderen Werte, zum Beispiel den Restwert oder die Auslastung, einfach individuell anpassen. In unserem Beispiel gehen wir bei der Auslastung von 1000 bis 600 Stunden pro Jahr aus. Das Besondere am Trecker-Check ist, dass ihr beim Kauf auch das Alter und die Betriebsstunden eintragen könnt und der Restwert auf Basis einer Restwertformel berechnet wird, die das KTBL in Deutschland entwickelt hat. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass der Trecker mit 1000 Stunden pro Jahr bereits nach 10 Jahren oder 10.000 Betriebsstunden verkauft wird. Auf Basis der Restwertschätzung ist dieser dann noch ca. 77.000 Euro wert. Für die beiden anderen Fendt 1050 Vario wird der Restwert nach 12 Jahren mit 9.600 bzw. 7.200 Betriebsstunden berechnet. Dabei ist der Restwert des Fendt mit der geringeren Auslastung mit fast 87.000 Euro um über 20.000 Euro höher. Ob diese Werte auch in der Praxis so passen, müsst ihr selber entscheiden. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Die Werte könnt ihr auf jeden Fall ganz einfach ändern und mit euren Annahmen weiterrechnen. Bei den variablen Kosten könnt ihr die Höhe der voraussichtlichen Reparaturen pro Jahr anpassen. Je höher eure Auslastung ist, umso stärker steigen diese natürlich. Wir orientieren uns dabei mit 11,50 Euro pro Betriebsstunde an den Werten des KTBL. Und auch hier haben wir etwas ganz Besonderes integriert, denn beim Kauf eines gebrauchten Treckers steigen ja erfahrungsgemäß die Reparaturkosten. Und auch hier hat das KTBL einen sogenannten Reparaturkostenfaktor veröffentlicht, den wir bei der Berechnung der voraussichtlichen Reparaturkosten berücksichtigen. In unserem Beispiel beim Neukauf liegt dieser bei 1,0. Wenn ihr beispielsweise einen 3 Jahre alten Trecker kauft und diesen fahrt bis er 10 Jahre alt ist, steigen die Reparaturkosten im Vergleich zum Neukauf durchschnittlich um 19% pro Jahr. Auch hier könnt ihr die vorgeschlagenen Werte einfach korrigieren. So, jetzt tragt ihr noch euren Lohnansatz ein und korrigiert den Dieselverbrauch und den Dieselpreis. Der Verbrauch hängt natürlich von der Arbeitsbelastung ab und schwankt ungefähr zwischen 45 und 90 Liter pro Stunde. Ich habe hier einfach 60 Liter pro Stunde unterstellt. Jetzt erkennt ihr im Diagramm die Kosten je Stunde mit Fahrer und Diesel. Je geringer die Auslastung ist, umso höher sind in unserem Beispiel auch die Kosten je Stunde. Grund dafür sind die höheren Fixkosten pro Stunde. Wie gefällt euch der Trecker-Check? Und für welche Maschinen wünscht ihr euch sonst noch so einen Kalkulationsrechner? Schreibt das einfach unten in die Kommentare und vielleicht mache ich dann nächste Woche schon ein Video darüber. Wenn ihr jetzt nachrechnen wollt, klickt oben rechts, tragt eure E-Mail ein und ihr bekommt den Trecker-Check automatisch zugeschickt. Unten rechts seht ihr noch mehr Videos zur Berechnung der Maschinenkosten. Und unten links abonnierst du meinen Kanal, sodass du kein Video mehr verpasst. Bis dann, euer Rainer Möller.